Willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind hier in einer dunklen, düsteren Höhle gefangen und ich weiß gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum, aber ich glaube, wir müssen hier irgendwen oder irgendwas mal wieder töten. So wie immer eigentlich. Darum gehen wir schnell einen Schritt einfach mal rein und dann ist es immer wieder faszinierend. Also Skyrim ist für mich immer so ein bisschen so mit Alzheimer verbunden, habe ich das Gefühl. Und, ups, das war die falsche Person. Also manchmal ist es so jede Woche so aufs Neue. Ich habe keinen Plan mehr, worum es ging. Ne, weil ich das Ganze ja nur einmal die Woche mache. Und, ja, es ist jedes Mal immer wieder so aufs Neue. So, ja, was war denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß, wir sind jetzt irgendwie ein toller Anführer von den Möchtegern-Werwölfen. Und die, denen interessiert das einfach so gar nicht, dass ich da so ein Anführer bin. Aber ist okay. Und ich kann gut die Mauer hauen. Auch wenn ich sonst nichts kann, das kann ich. Und, ja, nochmal die Mauer gehauen. Super. Und das war Kitiara. An die kann ich mich noch erinnern mit meinem Alzheimer. Das geht gerade noch so. So, 3 Gold, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen oder ob ich hier heulend in der Ecke liegen soll. Naja, wir gehen jedenfalls weiter. Doch, wusste ich doch, dass der sich hier wieder belebt hat, ist das nicht wahr? So, was hast denn du schon ist dabei? 20 Gold und ein Granatstein. Das war jetzt schon fast lohnenswert. Ich meine, wir sind hier am Ende der letzten Folge irgendwo irgendwie gestorben. Ich weiß noch nicht mehr, wie und in welcher Reihenfolge. Und wo? Und wieso? Und wo sind die anderen schon wieder? Es ist nicht wahr. Muss ich schon wieder alleine kämpfen? Wofür bezahle ich die eigentlich? Verrecke! Elendig! Okay, 10 Gold. Da vorne kommt der nächste Gegner. Okay, nee, kommt nicht. Er schießt einfach nur. Geht natürlich auch. Bam! Da ist er. Down ist er. So, 2 Gold. Und wir sollten vielleicht mal abspeichern, nur für den Fall eines Falles, dass wir beim letzten Mal gestorben sind und wir uns dachten so, wir könnten bestimmt öfter mal abspeichern. Darum einfach mal abspeichern. So, Mädels. Mädels, Schuhe kaufen. Ja, siehst du, da sind sie auch schon. Wenn es um Schuhe geht, ne, sind sie dann gleich sofort da. Und du kannst gleich wieder zurück in den Grab. Danke. So, 3 Goldsteine, 3 Goldsteine, ja super, das ist mal wieder gut in Deutsch hier. So, ich habe wahrscheinlich eben gerade auch schon wieder jede Menge Truhen übersehen, aber ich will auch eigentlich nur schnell raus und dann will ich eigentlich nur schnell woanders hin. Ich weiß gar nicht wohin, aber irgendwo hin, wo wir dann halt die Weltherrschaft an uns reißen können. Warum rede ich heute so viel? Ich weiß auch nicht. Fehler im System, man weiß es nicht. Waren wir hier beim letzten Mal? Ich kann mich dran erinnern. Doch, stimmt, da war der Draugriff-Fürst und der hat mich voll fertig gemacht. Darum, ich gehe hier mal weg. Ihr schafft das, Mädels. Ihr schafft das. Fuß, Ruder! Wieso funktioniert das nicht? Bin ich für mich hier gerade echt verarscht? Nein, die Tür ist zu. Wo? Das heißt, die anderen sind noch hinter der Tür. Ja, super. Ah. Da war ich wieder zuvor, eigentlich. Wieso hat Fußruder nicht funktioniert? Das verwirrt mich ja dann schon ein bisschen. Aber schon, irgendwie. Irgendwie und irgendwo und irgendwann kriegen wir auch das hier schon gebacken. Ich weiß, ihr könnt auch in jeder dieser einzelnen Urnen reingucken, aber ganz ehrlich, pff, die 2 Gold da, wir haben so viel Gold inzwischen. Wir wissen gar nicht so wirklich, wo wir damit überall hin sollen. So, ihr seid da, das ist gut, dann kann ich hier nochmal speichern. Einfach nur um diese paar Sekunden jetzt auch nochmal einzusparen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Aber was soll man machen? Geht da rein! Macht's tot, macht's tot, macht's tot, macht's tot! Geht da rein! Traut euch! Ich weiß, dass ihr es wollt. Und ich weiß auch, dass ihr ganz andere Sachen wollt. Bam! Kein Schaden. Dafür, dass wir so auf Fernkampf geskillt sind, teilweise auch unglaublich. Ups! Kritischer Schlag gegen Kitiara. Sorry! Passiert! Lydia tankt. Nee, Lydia schießt. Kitiara tankt. Nutze Spott! Spott! Donnerknall! Nicht? Geh du mal weg hier. Verrecken, danke. Und jetzt kommt hier der Draugefürst. Steht er auf.
ihn doch gerade gesehen. Da hinten. So, schießen wir nochmal hin. Da habe ich es getroffen. Ich habe es getroffen. Ich habe es genau gesehen. Weiter Fernkampfschaden hier. Jeder Pixel Lebensenergie, der weg ist, zählt. Ist wichtig für alles Weitere. Und jetzt lasst mich hier mal wieder rein, Leute. Lasst mich hier rein. Shit. Oh Gott. Dass sie mir auch unbedingt den Weg versperren müssen. Ah, ich habe wahrscheinlich... Moment mal. Habe ich hier die falsche Magie ausgewählt? Unerbitterliche Macht. Ausrüsten. Ah! Ups. Sorry, Kitiara. Ah, wieder mal die falsche Person getroffen. Ah, so ist das mit mir. Treffe nie die richtigen. So. Einmal down. Zwei Gold und ich soll mit Eola sprechen. Will ich das? Ich weiß nicht. Spring da mal hoch, meine Güte. Na, halt nicht. So, 286 Gold. Großer Seelenstein ist immer gut. Und... ja, können wir mitnehmen zum Verkaufen. Aber sonst können wir es ja auch nicht gebrauchen. So, sonst haben wir hier nur irgendeinen komischen Opferaltar. Für wen oder was auch immer. Hier haben wir bestimmt auch eine Truhe. Nein, haben wir nicht. Okay. Merkwürdig. Gefällt mir so nicht. Muss doch alles symmetrisch sein. Haben wir einen Ausgang, einen kurzen? Ich weiß nicht. Wir haben auch nochmal so einen tollen Werkbank und sowas, aber das war's auch schon. So, da ist zu. Hier ist jetzt auf. Hier können wir jetzt einfach eine Abkürzung nehmen oder sowas, damit wir schnell wieder rauskommen. Das wäre super. Yay, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Und da kommen wir nach Himmelsrand. Wuhu, warum haben wir diese Tür nicht gleich genommen? Wahrscheinlich, weil wir da nicht einfach so rankamen oder weil es sonst nicht angezeigt wurde. Ich weiß nicht. Na, Fazit ist, wir haben es erledigt. Und wenn das nichts wert ist, dann weiß ich auch nicht. So, Windklippe, Geheimgang entdeckt. Yay. So, Mädels. Horrorgeschichte oder wie schaut's aus? Wisst ihr auch nicht, ne? Dachte ich mir. Dann machen wir mal ganz kurz hier die Karte auf. Schauen mal, was wir hier so in der Nähe haben. Sprich mit Eola, das ist hier in der Nähe. Okay, aber wo? Wo genau sollen das sein? Warte mal. Wir bewegen uns. Ach, jetzt. Ah, das ist hier. Okay. Ja, gut. Ich dachte, das ist in der, an der Höhle, wo wir jetzt sind. Aber da habe ich mal wieder zu viel gedacht. Und zu viel denken ist manchmal nicht so gut. Weder für das kleine Hirn noch für das große Hirn. Passiert. So, da sollen wir jetzt hin. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin? Ich weiß auch nicht, was da drin ist, aber wir werden es bestimmt herausfinden. Und vielleicht waren wir auch schon. Ich weiß es nicht. Ja, sieht nach einer Höhle aus. In der Höhle waren wir bestimmt schon mal. Wo ist denn jetzt hier die Person, die wir suchen? Person, die wir suchen. Hallo. Komm mal raus, wo auch immer du dich versteckst. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich versteckt. Aber scheint hier auch ganz schön weit verborgen zu sein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir hier mal drin waren. Oder ist das die Höhle, wo wir gerade drin waren? Sieht alles so gleich aus. Ja, guck mal, hier ist doch hier der Eingang, der jetzt zu ist, weil... Hä? Ich bin verwirrt, ihr merkt es, ne? Ach, die war aber eben noch nicht hier, ne? Es geschafft. Der Schrein gehört wieder uns. Jetzt müssen wir ein großes Festmahl abhalten, um euch in Amiras Zirkel willkommen zu heißen. Ihr werdet die Ehre haben, frische Beute für den Hauptgang zu bringen. Und ich weiß auch schon die perfekte Person dafür. Um wen geht es? Ein Priester satt vom Geschmack eines leichten Lebens. Bruder Verulus aus Markart. Gebt ihm dieses Gold. Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen zu durchsuchen. Und wenn er vor Namira steht, dann wird sie den Rest übernehmen. Grüßt Verulus von mir. Okay.
Na gut, dann müssen wir nur noch den Bruder finden und töten. Nee, befragen. Sorry, da war was. Jetzt nehmen wir wieder diese tolle Abkürzung. Ja, dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die Person einfach nicht angezeigt wurde oder ob ich sie einfach nicht beachtet habe. Ich befürchte eher Letzteres. Aber so ist das mit mir. Manchmal einfach nicht auf der Höhe, wenn es um solche Dinge geht. Und manchmal so Sachen zu bemerken. Denn manchmal laufe ich auch an der Truhe vorbei und merke es nicht mal. Wahrscheinlich bin ich auch schon eben schon wieder an der Höhle, Truhe vorbeigegangen und niemand interessiert sich. Ich will jetzt auch gar nicht nach Markarth. Ich denke, Meisterschmidt, ich habe ja immer noch keine Ahnung, wo genau das sein soll. Ich will mal hier eine Quest machen, die wir es noch nicht hatten. Wir könnten jetzt endlich hier das mit der Badenakademie machen. Ne? Und nein, damit ich nicht markieren, sonst würde ich hier hinreißen und dann möchte ich da hingehen. Und dann machen wir mal einen schönen kleinen Besuch Richtung Badenakademie. Nicht? Ich finde schon, dass das eine gute Idee ist. Damit wir diese Questreihe auch mal erledigt haben. Aber bevor wir das tun, sollten wir vielleicht mal hier so einen Händler aufsuchen. Hier haben wir doch bestimmt irgendwo einen Händler. Irgend so einen scheiß Kacks-Dreckshändler. Ansonsten halt in Einsamkeit selbst. Nichts zu suchen. Also warum zieht er nicht wieder ab? Was ist das hier für ein Ort außer Hafen? Das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Alle? Leider ist es wegen einiger Probleme in der letzten Zeit kaum noch benutzt worden. Unglaublich. Auch euch ist ohnehin der Zutritt verboten. Ach, wieso denn? Welche Probleme hat diese Ostkaiserliche Handelsgesellschaft? Woher sollte ich das wissen? Ich arbeite nicht für sie. Wenn ihr Hilfe braucht, könntet ihr ja mal nach Windhelm gehen und mit Ortus Endario sprechen. Er ist dort der Verantwortliche. Okay, neue Quest, obwohl ich das gar nicht wollte. So ist das. Aber wir haben hier wenigstens eine kleine schöne Aussicht. Sieht doch auch ganz nett aus. So, schön mit dem Wasser. So, jetzt, da geht's hoch. Dann gehen wir doch mal hier hoch und freuen uns jetzt einen Keks, dass wir jetzt hier hochgehen konnten. Und dann gucken wir mal weiter. Ich war schon ewig nicht mehr in Einsamkeit. Das ist echt schon so lange her, wie ich auch das Spiel gespielt habe. Also, jetzt so einzelspielermäßig, ohne Let's Play. Damals. Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Ja, sorry. Es ist halt so, ne? Wenn man Werwolf ist und sowas. Ich muss mich noch von Werwolf-Dingen zeilen lassen. Dann muss ich ja noch in die Höhle zurück. Mir den Hexenkopf da reinschmeißen. Den habe ich ja noch. Wurde mir ja von euch gesagt. Ja, und dann sind wir auch schon befreit von der Hundemist.